So, hallo, guten Abend, die Damen, guten Abend, die Herren. Recht herzlich willkommen zur Franks Keyboard-Sprechstunde. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ihr könnt mich vielleicht sogar sehen. Euch geht's gut, ihr macht viel Musik. Und dann legen wir doch auch gleich mal los und gucken, was die Welt an Fragen hat rund zu ihren Keyboards. Ach, da geht's ja gleich rund ohne Ende. Grüße in die ganze Welt. Ich sehe schon Franken, Belgien, Königsbrunn. Wo bleibt denn der Frauenpower? Ach, die Hauptstadt ist da. Alle sind da. Grüße nach Kanada. Da muss ich jetzt wirklich mal sagen, es freut mich, dass Kanada heute mal dabei ist. Ist doch ein bisschen eine weitere Strecke. Da sage ich jetzt Hallo. Und jetzt kommt es wahrscheinlich erst in Kanada an. Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle freut mich das, lieber Roland. Viele Grüße. Ich vermute mal in den Schnee. Wobei, heute hatten wir hier im Schwarzwald auch schon Schnee. Also nicht nur Kanada. Gut, dann legen wir gleich mal los. Fragen zuhauf, die aufgelaufen sind. Wenn jetzt keine Live-Frage gerade mehr in Echtzeit schon rein ist. Es kamen heute schon so viele Fragen an. Wir gehen es massiv an. Oh, da fangen wir mal an. Reihenfolge nach Hessen auch natürlich. Ja, wenn ich gerade jetzt der Alois sehe, dann drücke ich gleich mal die erste Frage ab. Und zwar ging es letztes Mal um den Half-Bar-Fill-In. Und zwar, wie ihr wisst, ich hab den noch nie benutzt, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber ich habe ja gesagt, es gibt einen Profi für Half-Bar-Fill-In und der Alois hat ja ein tolles Video dazu gemacht. Und bevor ich euch das nochmal erkläre, dann nehme ich einfach das tolle Video von meinem Freund Alois, der das super, super gemacht hat. Und zwar heißt dieses Video Half-Bar von Alois super erklärt. Und da klickt er einfach drauf. So. Ach, es ist Kanada. Kanada in Kanada, genau. Also hier habe ich jetzt das Half-Bar-Fill-In. Vom Prinzip her simpel. Normaler viertaktiger Style. Ihr macht ein Fill-In, das viertaktig ist. Und wenn ihr vor der 1 den Half-Bar aktiviert, ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich hier wunderbar auf ein Assignable legen oder wie ich es jetzt hier kurz demonstriert habe, wenn ich jetzt mal in mein Menü reingehe, wenn ich einfach auf der Home-Seite wäre, ich mache mal die Überkopfkamera dazu, dann drücke ich die Taste Direct Access und drehte auf meinen Fußschalter. Und wenn ich dann hier, ich habe es nicht schon gewählt, deswegen ist es unfair, normal steht es vielleicht auf Sustain oder was auch immer, und dann könnt ihr einfach hier runtergehen und schön bei Style auf der Seite, sagen wir 4, Half-Bar Fill-In wählen. Aber wie gesagt, alles noch zum im Spielen, welcher Moment ich das auch mache. Der Alois hat es super gemacht mit 1, 2, 3, 4 mit der Zählung. Bitte guckt es euch direkt beim Alois an. Das muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Ich kann es eh nicht besser erklären wie der Alois. Deswegen Grüße an der Alois von hier und guckt euch das bitte alle beim Alois an zum Thema Half-Bar Fill-In. Gut, das war die Frage von Hubert. Lieber Hubert, wie gesagt, ich drücke das ganz kühn ab. Aber wenn der das schon so toll gemacht hat, kann ich es nicht besser machen. Jetzt kam die Frage vom Thomas. Storage Mode Genius. Dazu folgendes. Der Storage Mode war eine Funktionalität, die wir von den Tyrus Keyboards kannten, die eine Festplatte drin hatten. Das heißt, wir konnten vom Computer direkt auf die Festplatte zugreifen, um da was zu sichern. Zu Zeiten von Tyrus arbeitete man kaum mit dem Stick, nur mal kurz was einladen. Und das Hauptspeichermedium war unser Festplattenmedium, HD1. Wir haben wie folgt sind wir vorgegangen. Kein Geheimnis, wir hatten die Music Finder-Taste, die es jetzt hier nicht mehr gibt. Das war die durchsichtige Taste da drüben an meinem Tyrus 5 war die noch, genau. Und die haben wir gedrückt gehalten und dann eingeschaltet. Und dann erschien hier im Display so ein Computersymbol mit Storage Mode und ein Datensymbol, was sich hin und her bewegte. Das war da einfach sinnvoll, weil man schnell Daten hin und her spielen konnte. Man konnte nichts kaputt machen, konnte nichts passieren. Beim Genus haben wir eigentlich als Hauptspeichermedium einen Stick.
Warum Yamaha den internen Speicher größer gemacht hat, ist uns nicht ganz klar. Da der interne Speicher über die Backup-Systematik nur bis 1,9 GB backup-tauglich ist. Das heißt, wenn ich dann auf Genus gehe, habe ich die Struktur des kompletten Systems und kann, wenn ich ungeschickt bin, sozusagen das System knallhart auch löschen, weil ich habe die Ordner Voices, Styles und die ganzen Preset-Sachen im User sozusagen Zugriff. Und deswegen rate ich dringendst davon ab, den Genus im Storage-Mode. Das ging wie bisher auch. Früher war es Music Finder. Aus Music Finder wurde die Playlist, das heißt Playlist-Taste gedrückt beim Einschalten und dann erscheint euer Genus an eurem Computer, ob am Mac oder am PC. Aber bitte, ich rate ab, da das von der Funktionalität, wie gesagt, mehr Sorgen mir bereitet, als es einen Nutzen bietet. Wer sichern möchte, der sichert seinen Stick permanent, also sprich jede Woche mit dem Arbeitsstick arbeitet ihr, steckt den rein. Und es gibt tolle Tools. Ich habe mal eins geschrieben, aber die Frage vom Thomas war, ich würde immer ein Tool erwähnen. Genau, und zwar erwähne ich immer ein Tool, das da heißt Alfons Geigenbergers My Backup Tool. Und das habe ich aber hier euch reingehauen im Link auf meiner, welche Programme gibt es für welche Tools, Sachen. Und zwar heißt das My Backup Tool von Alfons Geigenberger. Da, welche Software da ist drin, genau. So, und zwar haue ich euch das gerade schön in den Link hier unten rein. Und dann könnt ihr das sofort alles sehen. Relativ weit unten in der Programmliste habe ich es drin. Das Tool macht eine Ordnerkopie. Das heißt, ob ihr den USB-Stick als Laufwerkordner definiert oder ob ihr sagt, ich habe auch ein Programm auf meinem Computer, das ich immer mal wieder sichern sollte, gar kein Thema. Ihr könnt es selber wählen und Alfons hat es super toll programmiert, schön grafisch, viel schöner wie meine Command-Line, die ich gemacht habe als ursprüngliche Sicherung. Meine Command-Line hat ja nur ein Datum angelegt mit der Sicherung und die Daten einfach alle da reinkopiert. Alfons hat es ein bisschen hübscher gemacht. Bitte guckt euch einfach an, die ganzen Software-Tools, die überhaupt sinnvoll sind für Keyboards, findet ihr auf dem Link, den ich euch gerade geschickt habe. Ich hoffe auch, der Link funktioniert. Ich habe gestern einen Hinweis bekommen, dass nicht alle Links funktionieren. Thema ist einfach HTTPS. Sind sie also auf dem zertifizierten URL-Server? Vermute und behaupte ja mal künftig, ob da ein HTTPS oder nicht dahinter steht. Unsere Schlingelbuben an den Computern können, wenn sie wollen, uns immer ein bisschen Böses tun. Deswegen einfach normal verhalten und dann sollte uns auch da nichts passieren. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt und gehen gleich auf die nächste Frage. Also, Tommy seine Backup-Sachen erklärt am Thomas, ein anderer Thomas, genau. Der andere heißt ja auch Thomas, der Tommy, der aber einer der besten Udo Jürgens Coverspieler, Sänger ist. Ihr wisst alle, wen ich meine. Haken wir ab. Jetzt kommt noch ein Thema. HD-Keyboards-Format. Kam da eine Live-Frage, die ich übergangen hatte. Ja. Es geht um Formatierung von Festplatten in Keyboards. Seit PSR, muss ich kurz lügen, 6000 noch nicht, seit dem 7000er meine ich, da hat man eine 815 Megabyte Platte drin, wenn ich es noch richtig weiß, oder doch so irgendwas, also unter 1 Gigabyte, haben die Keyboards Festplatten drin. Das Dateisystem, MS-DOS-System kam dann irgendwann natürlich ab dem 9000er, vorher war das noch nicht erfunden, das heißt, es gab auch Festplatten, die eigene Formate hatten, die man nicht im Computer auslesen konnte, was ein bisschen aufwendig war. Halt 8000er war es schon, jetzt will ich nicht lügen, 8000er oder 9000er, die zwei waren alle so knapp unter 1 Gigabyte und es gab dann immer schon Formatierroutinen in den Keyboards drin für die Festplatten, da die teilweise nur kleine Partitionen verwalten konnten. Bei der 9000er-Serie waren es 2 Gigabyte-Partitionen. Das heißt, habe ich da eine 8 oder 10 Gigabyte-Platte, war damals riesig, reingemacht. Dann wurden 4 respektive 5 eigene Laufwerksbuchstaben generiert mit je 2 Gigabyte Daten.
Wenn wir zurückdenken, fällt einem vielleicht noch ein, ich erwähnte eben, dass das Backup-Volumen eines Genus 1,9 Gigabyte ist. Ja, so ein Zufall. Das heißt, es gab schon immer ein Maß von maximalen Daten pro Partition festgelegt von der Industrie. Realistisch reichte das immer, da es immer nur MIDI-Files, Styles, Registrationen, Multipads, paar Parametersachen zum Speichern gab und mehr nicht. Der Bereich WAV-Audio war noch nicht erfunden, MP3 schon gar nicht und das Volumen reichte. Habt ihr Platten, die nicht funktionieren? Habt ihr natürlich, wenn ihr es in den Computer anschließt, über die Datenträgerverwaltung die Möglichkeit, die Einzellaufwerke einer Festplatte anzusehen. Das heißt, wenn ihr eine 10 Gigabyte Platte hattet damals, habt ihr 5, also gehen wir einfach Buchstaben C, D, E, F, G, wenn ihr die Laufwerksbuchstaben nimmt. Und das Problem war die interne Verwaltung hin und her kopieren. Wenn jetzt deine Platte murrt oder nicht mehr geht an so einem Instrument, alle Partitionen einer Festplatte entfernen und das Keyboard erkennt eine unformatierte Platte und legt die Partitionen so an, wie sie funktionieren im Keyboard. Also bei den kleineren Keyboards früher in maximal 2 Gigabyte Partitionen, ab Tyrus 1 in ganz normale eine große Partition, die genutzt wurde. Der Tyrus 1 wurde mit 10 Gigabyte ausgeliefert, der 2er mit 20 und 40. Optional gab es hinterher die 80er, die dann im Tyrus 3 Standard war. Im Tyrus 4 hatten wir dann die 250er, die auch dann im 5er eingebaut wurde und durch eine 320er bis zur 500er. Also Yamaha konnte immer nur die natürlich verkaufen und einbauen, die zu dem Zeitpunkt dann noch erhältlich waren. Deswegen wurden die Platten im Laufe der Keyboard-Lines teilweise größer. Also es gab, ich sag, beim T4 war es die 250, 320er und beim T5 die 320, 500er, wenn sie nicht gar schon mit der 500er anfingen, aber immer zu groß und immer groß genug. Gut, also jetzt hoffe ich, das mit Festplatten formatieren habe ich viel zu intensiv erklärt. Wenn nicht, bitte nochmal melden. Wie gesagt, Partitionierung für uns alle nicht relevant. Das war, wie gesagt, einfach für die Keyboards, die nicht mehr wie die 2 Gigabyte nutzen konnten. So, der Rob schreibt, was war das Zip Drive? Ja, das war parallel natürlich. Es gab die interne Festplatte, lieber Rob, die genau die Größe hatte, wie ich erwähnt hatte. Ich meine, unter 10 Gigabyte war die erste. Und das Kasi-Laufwerk, was die 9000 und 9000 Pro hatte, war natürlich additiv als Ergänzung dazu. Das heißt, man konnte sogar 2 Festplatten da nutzen, hatte dann mehrere Laufwerksbuchstaben. SCSI hat eine externe Adressierung gehabt. Ich bin einer derjenigen, der sowas noch hat, der sogar so ein PSR 9000 und 9000 Pro per SCSI updaten kann. Also genauso, wenn einer ein PSR 3000 per Smart Media noch updaten möchte und keine Karte und kein Update hat, darf er sich gerne bei mir melden. Ich habe wirklich lauter solche Sachen noch, ich hätte es fast gesagt, prähistorische Sachen da. Gut, dann gehen wir weiter. Link geht nicht. Die Seite FAQ scheint ein Problem hinzuhaben. Nur zur Info, ja, die Seite FAQ geht. Ich bin ja gerade drauf. Ich gucke mir sie gerade schon nochmal an, was damit los ist. HTTPS, Index.php, da geht sie. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob das nur in Kanada liegt oder ob ich hier den Fehler habe. Ich hau das gerade schon nochmal raus. Programme und Tools. So, und dann gucken wir, ob das ein Link ist. HTTPS, ja, wunderbar. Ich tue einfach den ganzen Link da mal reinkopieren, ohne irgendwelche zusätzlichen Erklärungen. Und dann müsste das doch hoffentlich funktionieren. Guckt mal, ob er jetzt funktioniert. Ich klicke auch mal extern drauf. Macht er das bei mir? Mache ich lieber nicht, schon verliere ich meinen Stream hier. Gut, dann geht's weiter. Die nächste Frage. Vom Johannes, und zwar geht es da Registrationen in Playlist. Dazu wieder folgende Kurzinfo. Eine Registration ist eine Einstellung des Keyboards. Früher habe ich gesagt, es ist ein Fotoapparat. Ich definiere über den Filter des Fotos, was ich alles aufnehme, indem ich die Memory-Taste drücke. Ich mache die mal richtig groß, den Memory-Bereich.
Und wenn er jetzt da guckt, dann seht ihr, wo sind denn Haken? Das ist sozusagen der Filter der Aufnahme. Alles, was ich hier anhake, wird fotografiert, aufgenommen in der Registrierung. Alles, was keinen Haken hat, wird nicht aufgenommen. Heißt aber, wie bei einem Bild, wenn der Raum noch keine Farbe hat, dann ist er drunter nicht weiß, sondern er ist durchsichtig. In dem Fall, das heißt, das ursprüngliche Bild wird erhalten. Wähle ich zum Beispiel, habe ich jetzt einen Rhythmus gewählt, einen Walzer. Lade eine Registrierung, in der Style nicht angehakt ist, dann bleibt der Walzer bestehen, bis ich auf eine Registrierung treffe, in der ein anderer Style programmiert ist. Heißt, die Registrationsinhalte und die Registrationsfolge bestimmen, was ich ganz zum Schluss habe. Wenn ich 10 verschiedene Registrationen habe, in denen ich verschiedene Inhalte hier gespeichert habe, ist die Folge der Registration entscheidend. Das heißt, wenn ich Registration 1, 2, 3, 4 spiele, kann ich was anderes bei 4 haben, wie wenn ich 2, 1, 3, 4 spiele. Und das ist das Teuflische, weil leider wir nicht hell sehen können und nicht wissen, was in der gespeicherten Registrierung enthalten ist. Wir sehen nur, was wir künftig speichern werden. Aber mit dem nächsten Genus-Update werden meine japanischen Freunde das optimieren. Die haben schon die Grafiken und Vorschläge von mir längst auf dem Tisch. Und der Herr Peter Bartmanns unterstützt mich da, dass hier natürlich um diese Felder, die ich jetzt markiere, noch ein orangiger Rahmen kommt, der zeigt, orangiger Rahmen, hier sind bereits Daten gespeichert bei der jetzt geladenen Registrierung. Und ich kann dann sogar wählen, dass ich, obwohl was geladen war in der Registrierung, ich das in die nächste nicht mehr speichern möchte. Aber das zum Thema, was speichere ich und warum. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, weil es ging ja um Playlist. Aber wenn wir wissen, was in der Registrierung drin ist, dann haben wir es einfacher, dass wir wissen, warum brauche ich denn die Playlist? Wenn ich in der Registrierung meine Sachen von Hand wählen kann, wie ich hier habe ich normal immer meinen schönen, genau, oder meinen James Last, den ich dann so ein bisschen dazu spiele für euch. Das heißt, ich habe sofort Zugriff per Knopf auf Parameter, die ich definiert habe über meinen Memory-Knopf, die ich auch sperren kann über meinen Freeze-Knopf, Direct Access Freeze, dann sehe ich, welche Veränderung von Registration zu Änderung soll er nicht ändern? Das habe ich vorher eingefroren. Oder eine Ebene höher über Parameter Lock, hörst du auf, welche sollen gar nicht, also nicht ohne Freeze, nicht mit Freeze, nicht in Registrierung geändert werden. Aber das ist jetzt mal noch ein Thema weiter. Was wichtig ist, wenn ich jetzt umsteige von einem Keyboard, da springe ich eben jetzt schon auf die Frage vom Conny auch gleich weiter, der jetzt fragt, was ich mit einer Startregistrierung machen soll, die ich vielleicht auch in eine Playlist als erste da aufrufen möchte. In eine Startregistrierung gehört alles, sage ich einfach mal ganz kühn. Keiner der hier Anwesenden, der meine Sprache spricht, wird eine andere Skala spielen, tippe ich mal. Aber ich sage jetzt einfach mal, in der Startregistrierung machen wir alle Haken an, die es da gibt. Ich habe jetzt auch die angemacht, die ihr nicht seht, weil mein Gesicht davor ist. Alles angehakt und der Vorteil der Startregistration oder manche nennen es Grundregistration oder Basic-Registration oder wichtige Grundeinstellungsregistration ist folgender. Wenn ich im Laufe meines Lebens denke, die Lineouts will ich doch mal ändern, dann muss ich nur in der ein einzigen Startregistrierung meine Lineouts ändern und dann neu abspeichern und ich schalte mein Keyboard abends ein, drücke die Startregistrierung und es passt. Habe ich in meinem Lead alles angehakt wie hier, meiner Lead-Registrierung, von der ich 300 Stück habe,
muss ich eben mal nur 300 Registrierungen ändern. Und das nur, weil ich eine einzige Einstellung vielleicht bei Lineout was ändern wollte oder weil ich meine Fußpedale jetzt überlegt habe, nee, ich möchte jetzt doch Sustain auf dem Zweier und nicht auf dem Eins. Auf dem Zweier möchte ich Leslie schnell langsam haben. Und es gibt nur lieben, hassen oder arbeiten. Das heißt, entweder liebe ich es, den Memory-Knopf täglich 1000 Mal zu drücken, dann muss ich immer alles speichern, mache ich mein Leben lang, mache dafür weniger Musik. Ich liebe es, 2, 3, 4, 5 Startregistrierungen zu haben, mit denen ich meine Grundeinstellung mache, habe dafür einen Memory-Knopf, der immer noch neu aussieht, bei Tyros sogar noch silberfarben bleibt und weiß, wenn ich was Globales ändern will, ändere ich 1, 2, 3 Startregistrierungen, fertig. Früher war ich, der hier sitzt, der Totalregistrierer. Ich habe allen immer gesagt, immer alles speichern, bis der Moment kam, wo ich 4, 5 Generationen Keyboards-Umsteiger betreute, die vom 9000 auf Tyros 1, auf Tyros 2, 3, 4, 5 Genos SX gewandert sind und ich mit jedem Instrumentenwechsel Kunden hatte, die eigentlich fast geheult haben, weil sie sagen, da muss ich hier 300 Registrationen ändern. Weil ich jetzt mehr Outs habe, weil ich jetzt einen neuen Vokalist, VH2, seit Tyros 5 habe oder was auch Tyros 4 habe, was auch immer. Habe ich Start-Default-Registrierung, dann ändere ich meine 3, 4, 5 Start-Registrierungen. Meine normalen Styles habe ich standardmäßig von Keyboard zu Keyboard dabei. Yamaha mogelt uns als welche raus, die müssen wir leider nachladen, die müssen wir von Hand neu konfigurieren, ist leider so. Aber ich kann eigentlich mit dem Grund weiterarbeiten. Ja, wie gesagt, jeder muss selber wissen, wie viel Aufwand er will. Möchte ich, dass wirklich immer alles perfekt eingestellt ist für jedes Lied, eigener Vokalist, eigene Mischung, eigene Lineouts, alles individuell, dann muss ich das machen, muss halt jedes Lied, auch wenn ich nur eine kleine Änderung habe, wieder ändern und speichern. Also ich finde, das Spielen kann auch Spaß machen, sogar mehr wie das nur drücken und speichern. Aber obliegt jedem natürlich. So, dann geht's weiter. Jetzt haben wir das also hier gespeichert richtig. Also in der Liedregistrierung brauche ich natürlich dann nur die Haken der gewählten Sachen. So, das heißt, wenn ich ein Live-Spieler bin, dann brauche ich im Normalfall genau diese Haken, nämlich die Voice, Style, Multipad, wenn ich mit Multipad spiele, die nicht default eingestellt sind. Eventuell noch das Tempo natürlich. Fertig. Und ein MIDI-Fallspieler braucht gar keine Registrierung, der wählt seinen Song in alphabetischen Ordner ab, hat eine Default-Startregistrierung, in der seine Vokalisten definiert sind und der ganze Rest. Aber wenn er natürlich pro Lied einen eigenen Vokalist möchte, ganz klar muss er das machen. Ich würde aber dann einfach nur Vokalisten-Registrationen noch machen und würde mir einfach, wenn ich mich mal aus dem Bild schieben darf, Vokalistenregistrationen machen, in denen nichts enthalten ist, wie nur mein Vocal Harmony Edit. Das heißt, ich wähle beliebige Lieder und weiß genau, ich kann die Lieder laufen lassen und die nächste Registrierung, die ich wähle, ändert mein Lied nicht, stoppt das Lied nicht, es läuft wunderbar weiter. Ich kann einfach direkt mit 3, 4 Knöpfen verschiedene Chöre wählen und denke, ach, heute könnte man aber der zweistimmige besser oder der dreistimmige, ohne in irgendein Vokalist-Menü gehen zu müssen, weil ich habe einfach meine 3, 4 Lieblingsvokalisten schon per Knopfdruck und überlagere sozusagen die zu einem vorher gewählten Lied, was schon läuft oder was ich gerade starten möchte, völlig unwichtig. Ich muss nur den Umgang kennen und wissen, in dieser Registrierung ist wirklich nur gespeichert, was ich zum Lied, zum Style in Echtzeit dazu aufrufen kann. Gut, jetzt gehen wir mal hier die Registration, gehe ich mal auf den Mainscreen wieder zurück. Sorry. Und wollte jetzt aus der Registration, die ich vielleicht gemacht habe, ich gucke jetzt gerade mal schön, wo ich hier was Schönes habe. Ich nehme jetzt nochmal, ich zeige mal, was ich mache. Ich habe jetzt hier meinen James Last auf der 1. Wunderbar. Jetzt habe ich auf der 9 die rote Sonne von Barbados. Das ist ein MIDI-File. Das heißt, hier kam jetzt die rote Sonne von Barbados. Gehe ich jetzt auf die 1, seht ihr, die rote Sonne von Barbados bleibt drin. Warum? Weil ich natürlich keinen Songinhalt gewählt habe in der Speicherung meiner Registrierung. Der Beweis ist folgender, ich wähle jetzt hier aus und die rote Sonne von Barbados bleibt drin.
Bis ich ein anderes Lied wähle, nehme ich mal die 10, da steht Sonne Power. Wähle ich jetzt 1, 2, 3, sehe da Sonne Power, geht wieder nicht raus, weil in diesem Datencontainer, der 1, 2, 3, 4, kein Song gespeichert ist. Nochmal die 9, rote Sonne, hier ist was drin, hier ist was drin. Und wie gesagt, das ist jetzt die Gefahr, dass wenn ich jetzt eine Registrierung aufrufe und denke, ah, da ist die rote Sonne von Barbados drin gespeichert. Die ist aber gar nicht drin gespeichert, sondern es ist kein Lied gespeichert und daher wird einfach der letzte Dateninhalt, die rote Sonne von Barbados, mir angezeigt. Das heißt, ich rufe gar kein Lied hier auf meinen ersten Registrationen. Der Beweis erst ab der 9 und 10, da habe ich zwei Lieder drauf. Und sonst bleibt es immer gleich. Jetzt egal, welche ich wähle, ihr seht schon, es bleibt immer die rote Sonne von Barbados oder mein Sonne Power. Aber dazu mehr. Registration. Jetzt habe ich die Registration, die rote Sonne von Barbados und möchte die in die Registrierung machen, in die Playlist machen. Jetzt mache ich da, ich öffne mir die Playlist. Sprechstunde habe ich es jetzt einfach mal genannt und drücke einfach den Knopf. Und in der Mitte, da gibt es nichts, wo wichtig wäre. List, das heißt, bei Add Record drücke ich List und jetzt wähle ich einfach eine an, zum Beispiel die Sprechstunde 1. Add to Playlist. Und jetzt habe ich die Sprechstunde 1 hier reingemacht, wie eben schon mal, als Test. Jetzt habe ich in der Sprechstunde 1 auf meiner Position 2 keine Editierung vorgenommen. Bei 1 seht ihr rechts, habe ich den Platz gewählt, dass er auf die erste Registrierung geht und Lyrics aufruft. Jetzt mache ich mal im Test 2 nochmal, mache die Taste Edit und sage einfach, er soll die Registration 10 aufrufen und bitte Score wählen. Das heißt, ich kann jetzt definieren, was er hier aufruft in meiner Playlist. Das ist recht komfortabel und mehr muss man da eigentlich auch nicht machen. Jetzt gibt es natürlich zusätzlich zudem noch Editoren. Zwei verschiedene Editoren haben sich da auf dem Markt. Der Kollege Alfred Skagenberg hat auch einen Playlist-Editor und der Wally hat einen Playlist-Editor. Alle beide sind gut. Aber jetzt seht ihr also die entsprechenden Playlist-Einträge rufen, Registrationen auf. In dem Fall die Sprechstunde 1, einmal der erste Platz, einmal der neunte Platz. Einmal ruft er das Lyrics-Feld auf und einmal das Textfeld auf. Vorteil von der Registrierung, ich kann sie mehrfach verwenden. Ich kann sie von Hand anwählen. Ich kann sie per Playlist aufrufen oder ich könnte sie auch natürlich von meinem, wenn ich es greifbar hätte, ein schönes Tablet, egal ob ein Android, ein Apple iPad oder ein Handy, einfach mit einem externen Device aufrufen. Die Playlist ruft die Registration auf und genau wie es die Playlist kann, kann das auch ein externes Programm. Das heißt, wenn ich einmal eine Registration gemacht habe, kann ich die mehrfach verwenden. Gut, jetzt haben wir mal das Thema Registration, Playlist. Also Johannes, sein Thema hake ich ab und komme dann auf den Umstieg der Sache von meinem anderen Keyboard auf Genus. Jetzt sind wir genau bei der Krux. Was hatte ich bei meinem alten Keyboard in den Registrationen denn gespeichert? Da wir nicht reingucken können, können wir es nur probieren oder über einen Editor machen. Die Programmtool-Liste habe ich euch schon geschickt, in der auch der YRM, der Yamaha Registrationsmanager, drin ist, der uns zeigt, was in einer Registration enthalten ist. Ich kann wohl, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, mal kurz gucken, gehen wir kurz wieder raus hier, was sehe ich optisch, was verändert sich hier, wenn ich die Registrationen wähle? Aber das ist natürlich suboptimal, weil viele Parameter sehe ich nicht. Höre sie vielleicht nur oder nur, wenn ich das MIDI-File starte, weil es der Vokalistanteil ist oder was auch immer. Deswegen überlegt immer, je weniger ihr pro Registration speichert, desto leichter ist das Leben. Gut, Startregistration, Conny fragte das, mein Tipp, alles Memory drücken, alles speichern und das ist die erste Startregistration. Dann macht er die zweite, dann die dritte und dies, wie gesagt, bei den Startregistrierungen immer alles angehakt. Tak, 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 tak. Und dann wichtig, deswegen blende ich mich ein, Achtung beim Lied, nicht mehr alles anhaken. Das heißt, wenn er die Startregistrierung gemacht hat, sofort alle Haken rausmachen, weil ihr denkt nicht mehr dran
und habt dann nachher den ganzen Misch, den ihr eigentlich gar nicht in euren Lead-Registrierungen haben wollt, auch in euren Lead-Registrierungen drin. Gut, das heißt, Memory-Topf gedrückt halten und gucken, dass er wirklich nur das speichert. Wenn ihr nicht wisst, was das für Funktionen sind, dann erst recht nicht speichern. Aber wie gesagt, global gehen wir es kurz durch. Voice, klar, Klang, Tempo, Line-Out, die Zuweisungen der Ausgänge, wenn ich über ein Mischpult sage, ich will Schlagzeug, Bass separat haben, Transponierung, Live-Control sind die Drehregler, die ganzen Drehregler hier, Live-Control und dann natürlich auch Keyboard Harmony, wenn ich das für die Lead-Sachen will, das mache ich für die Hydron, kein Geheimnis, die sagt, das braucht man, ich brauche es nicht unbedingt, aber das muss noch mit rein, dann manche, die mit dem Chordlooper natürlich arbeiten, eigene Multipads, kein Thema, Scale braucht kein Mensch, weil man nur mit einem wohltemperierten, schönen, unseren Ohren entsprechenden Musik spielen und nicht Viertel- und Dritteltonkategorien. Fußpedale möchte ich eigentlich auch nicht überlegen müssen, was ist hier in dem Lied das Pedal, was ist am nächsten, sondern sollte gleich sein. MIDI-Fallspieler, der mit MIDI-Falls registrieren will, braucht klar MIDI-Song. Jemand, der einen Audiosong aufrufen will, braucht Audiosong. Jemand, der eigene Texte zum Style-Spiel hat, braucht auch den Text. Aber, wenn ich mich mal wieder wegschiebe, Assignable Buttons, die sollte man eigentlich auch global haben, weil wenn ich pro Lead-Registrierung hier verschiedene Funktionen habe, dann weiß ich ja bei 3 Stück gar nicht mehr, was wo zum Drücken ist. Global. Solche Sachen nur global. Vocal Harmony, wie gesagt, mein Tipp auch global oder als Überlagerung, aber wie gesagt, derjenige, der sagt, ich will immer alles perfekt für jedes Lied machen und ich habe pro Lied 10 Stunden Zeit in der Woche für die Editierung, der soll das weitermachen. Gut, jetzt muss ich kurz rüber gucken, weil da hat es inzwischen geblättert und geblättert hier rechts. Da muss ich jetzt mal kurz ein paar Live-Fragen, die zwischen reinkommen, nochmal gucken. Ich habe Schwierigkeiten mit der aufgelockten Folie auf meinem T5, das mal teilen, löst sich immer wieder. Wie kann man das befestigen? Die adhesiven Sticker halten ja rein nur durchs Auflegen, aber nicht so wie auf der Glasscheibe oder auf dem Handy. Das heißt, die tut man einfach mit so Tesa-Sticks oder ich habe auch so doppelseitige Acrylpads einfach wieder fixieren. Die lösen sich sonst immer. Das ist leider normal bei der Oberfläche, außer bei den Bildschirmen. 100% gleich, Plexiglas-Plan, da natürlich nicht. Ist die Playlist so etwas, wo Verknüpfungen der Registerbänke abgelegt werden können. Genau, die Playlist ist nichts anderes wie ein Registrationsaufruf-Sortiersystem. Also wird alphabetisch sortiert. Leider habe ich noch keine Suche, weil ihr seht oben das schwarze Feld zwischen Save und New, da fehlt noch ein Suchfeld. Das Search-Feld rechts ist nur für die Ad-Records, das heißt, da kann ich die Registrationen suchen. Ich könnte aber natürlich Registrationen haben, zum Beispiel ein paar schöne Tangos, die ich für verschiedene Lieder nehme und will aber der Liedname suchen und nicht, dass das der Tango 1, 2, 3, 4 ist. Das ist leider noch nicht möglich. Wir haben eine alphabetische Sortierung von A bis Z. Aber natürlich kann ich, wie gesagt, wenn ich die Registration angelegt habe und die extern per Songbook, Mobile Sheets, OnSong, Software aufrufe, noch besser suchen wie jetzt hier. Wie gesagt, hier habe ich nur die alphabetische Reihenfolge als Sortierung. So, ich habe heute auf der Seite, dass er eine zusätzliche Software hat. Software gibt es viele. Und wer sie natürlich orgeln, ich meine, wir haben hier als Yamaha-Spieler haben wir den Peter Schips, der den Herrn Wunderlich betreut hat. Ein nicht ganz unbekannter Orgelspieler, der mehr für Versi-Sound steht, wie glaube ich. Mir fällt fast sonst klar, ja gut, klar, Franz natürlich noch, Franz Lambert und natürlich viele andere auch noch, aber auf alle Fälle war, denke ich, der einer derer Versi-Spieler überhaupt, der Wunderlich. Und ich sagte, Peter von CMS, der hat natürlich Voices und Sounds bis zum Abwinken. Der, wer da was braucht, gerne auf mich zukommen. Ich helfe da gerne bei allen Voice-Wünschen, die es da so gibt. So, die Versi, da schreibt alles von einem Korkband, nicht von Peter. Ja, ja, die Korksachen, kein Thema. Tja, ich habe ja für die Yamaha-Leute gesprochen. So, dann, ich hatte mir Klausuren von der Versi Beta. Ja, alles schön. Wie gesagt, gibt es viele, viele tolle Klänge. Gut,
Wo kann ich einsehen, welchen Style ich in einem MIDI verwendet habe, wenn ich einen Song direkt zum Song erstellt habe? Also, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich das Brot gebacken habe, wie kann ich feststellen, welches Mehl da drin war? Das ist einfach schwer. Das heißt, wenn ich es im Auto drin habe, kann ich mich natürlich vergleichshören, ob ich da raushöre, was für ein Style ich da verwendet hatte. Aber wenn es als Audio vorliegt, habe ich da relativ wenig Chancen, das genau. Ich bin jetzt erschrocken, weil letzte Woche habe ich vorletzte Woche ABBA Supertour kurz laufen lassen, ein MIDI, dazu irgendwas demonstriert und schwuppdiwupp waren die rechte Verwerter da und haben gesagt, sie haben ein tolles ABBA-Lied erkannt, obwohl ich kein Audio, kein MP3, wirklich nur MIDI, aber die Tonfolge war so gut gesetzt, dass der halt dem Original entsprach. Wer dabei war, hat es vielleicht aber noch im Ohr, musste jetzt gemutet werden. Das könnt ihr leider nicht mehr hören, den ABBA-Teil, aber wie gesagt, das festzustellen, ist technisch, also ich wüsste jetzt nicht, es gab bei den Keyboards welcher Generation gab es ein Style Recognition System. Da sicher fällt dem einen oder anderen gleich noch ein, wer das war. Da konnte ich dann einfach nur die Takt, das Tempo-Taktmaß machen und das Keyboard suchte anhand des Algorithmus, sprich welche Folge der gespielten Töne rhythmisiert einen Rhythmus ergeben und dann startete das Keyboard gleich den richtigen Rhythmus. Jetzt gibt es sozusagen einen Wettbewerb. Wer es noch weiß, darf nachher um 20.45 Uhr mit mir ein Bier trinken. Aber alle anderen dürfen es auch, muss ich fairerweise sagen, nachher gemütlich 20.45 Uhr wie jeden Montagabend nach meiner Sprechstunde auf musikando.de im Online-Raum. Gut, dann gucken wir weiter. Wie gesagt, die Frage mit den Versis, da gibt es, wie gesagt, ob das der André, der Sebastian, es gibt im Moment Soundleute ohne Ende, der Kurt, der auch nicht vergessen, der Obervoicemann, der Kurt Ader, der auch die Klänge für die verschiedensten Keyboards sind, das also der Welt schon gemacht hat, auch für den Werkszustand, oder der Klaus. Also im Endeffekt gibt es, glaube ich, nicht mehr wie 10 mega professionelle Voice-Erfinder, Voice-Programmierer, Voice-Editor, auf alle Fälle, die halt im hochwertigen Bereich Klänge und Samples für die Keyboards machen. Also mehr wie 10 im High-End-Bereich, würde ich sagen, gibt es weltweit nicht. Und es ist toll, dass wir da einige hier in Deutschland haben, die da wirklich für die ganze Welt und für alle Synthesizer- und Keyboard-Firmen Klänge produzieren in Top-Qualität. Aber hier auch wieder wichtig, es muss die richtige für den Anwender dabei sein. Und ich finde, unsere Keyboards haben schon eine ganze Menge drin, ohne überhaupt irgendwas reinzumachen. Ich hatte ja öfters das schon erwähnt, also wer eine Orgel haben will, der schaltet sein Instrument ein und registriert. Das heißt, machen wir mal ein großes Display und mich ganz pupselig in die Ecke. Wer eine normale Orgel registrieren will, der macht einfach auf die R1 eine gradzahlige Orgel. Das heißt, da wählt er einfach eine schöne Jazz-Standard-Orgel, gehen wir mal rein, genau, und sagen, da machen wir mal einfach nur die gradzahligen Chöre rein, tak, 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 so. Dann machen wir auf die R2, machen wir dann die ungeraden Orgel rein, kann ich auch eine andere Charakteristik wegen mir nehmen, die Orgel Pops Voice gedrückt, auch Zugriegelsymbol und da machen wir jetzt die ungeraden Fußzahlen rein, dakadakadak, hup, hup, hup. So, jetzt habe ich schon 2 und jetzt fehlt natürlich noch die Percussion, da mache ich die Reihe 3 und da gucke ich jetzt, ob ich noch meine Expansion drin habe und so nicht rausgeschmissen habe. Tatsächlich CMS 3.1 tippe ich mal. Das sind zufälligerweise Peter Schüpp seine Klänge. Das ist so ein Zufall, die ich den Kunden nehme. Und da gibt es den Verse-Klick, wenn wir den auch noch ein bisschen lauter machen. Über den Mixer. So. Mache ich mal nur den Verse-Klick. Der klingt furchtbar, weil es ja nur das Kontaktauslösen ist. Aber wenn ich jetzt, ne?
Ich vermute, dass ich jetzt eine leichte Übersteuerung über mein Videomischpult gerade generiere. Aber wichtig ist, dass eine Orgel auch registriert wird und nie einen Ton hat, sondern wirklich aus mehreren zusammengestellten Klängen definiert wird. Und dann kann ich natürlich klar ganz anders agieren. Ich weiß. Wie perkussiv ich das möchte, habe ich keinen extra Klick, kann ich natürlich für die drei auch einen perkussiven Orgelklang nehmen oder einen ganz anderen perkussiv aus dem Drum-Percussion-Bereich, der einfach nur die Aggressivität, die ich reinhaben möchte, macht. Hier habe ich jetzt Serial Rotaries drin, vielleicht möchte ich aber ein Distortion drauf haben. Das heißt, wenn ich dann unten in die Effekte gehe und sage, nee, ich hätte doch gerne einen richtig fetten Verzerrer da drin, dann geht es natürlich auch. Aber wenn ich den dann dementsprechend hochfahre, voilà, wo habe ich das? Ich bin viel zu braver hier. Was nehmen wir denn für einen richtig fetten Verzerrer? Ja, gut. Deswegen gibt es die Profi-Orgel-Voice-Macher, die können das noch viel besser wie ich. Wie gesagt, das war jetzt nur ein ganz kleiner Exkurs, wie registriere ich oder wie kann ich registrieren aus verschiedenen Voices. So, es geht weiter. Oh, da kommen schon die nächsten Fragen. So, ja, die Voices hier, wie gesagt, die ich hier zeige, sind die Free Voices. Habe ich hier, ich glaube, 2 GB oder wie viel von Peter, die ich den Kunden bereitstellen darf. So. Gut, also im MIDI-File-Editor würde ich tippen, dass keine Style-Elemente sind. Das sind nicht die Notenwerte und die Definitionen, aber der Begriff des Styles wird da nicht sichtbar sein, hätte ich jetzt gemutmaßt. Bitte, wenn jemand was anderes weiß, bitte mir sagen. So, dann geht's weiter. Die nächste Frage sehe ich schon. Horst WLAN-Stick. WLAN-Stick, Keyboard schmiert ab mit dem Fehler 102, L102. L102 heißt, WLAN-Stick hat entweder falsche Daten, keine Daten, ist elektronisch defekt oder das System zum Netzwerk, zum Router funktioniert nicht. Wenn sowas vorkommt, Stick abziehen. Ich sage ja schon relativ lang, seit es den WLAN-Stick gibt, der beste Platz ist in der obersten Schublade und empfehle nie irgendjemand mit einem WLAN-Stick im Tyros 5, 4 oder in einem anderen Keyboard da was mitzumachen, weil die Installation per USB-Stick einfach stabiler, sicherer und replizierbar ist, weil ich immer weiß, Datum von dem Stick steht drauf, ich schiebe es rein und habe den Stand. Deswegen mein Tipp, abziehen und in die Schublade legen. Für Anwendung mit Tablet kein Thema, aber nicht zum Daten hin und her überspielen. Da habe ich einfach mit dem physischen USB-Stick, den ich einstecke, geringere Fehlerquote. Horst hake ich ab. So, Tommy habe ich das schon erklärt, genau den Link auf meiner Softwareseite mit dem Tool zum Sichern. So, jetzt geht es hier weiter. Hat noch jemand eine Live-Frage? Oder kurz ins Büro in Berlin, in die Hauptstadt, habe ich eine Frage von jemandem überlesen und kriege nachher Schimpfe. Wenn nicht, gehe ich hier gleich die nächste Frage an. Das alte Thema. Voice-Änderungen nach zweitem Rekdrücken. Dazu folgendes. Wir hatten das früher immer mal wieder bei den Tyrosen, dass man einfach, je nachdem, was von MIDI-File das ist, am Anfang wird was an der, wie heißt es, SysEx-Daten geschickt und die stellen mein Keyboard um. Jetzt nehme ich einfach mal sowas und habe das ja jetzt hier mal, kannst du jetzt demonstrieren. Ich wähle jetzt einfach und ich sehe, es ändert sich auch klangmäßig was. Ich mache mich mal raus, dass ihr es wirklich richtig seht. Das heißt, hier ändert sich was. Ihr seht schon verschiedene Bilder. Oh, da kommt eine ganz laute Gitarre. Aber wenn ich hier drücke, ändert sich noch nichts auf der neuen. Aber wenn ich auf die 10 gehe, kommt eine laute Gitarre. Oh, da sehe ich, da ist ja Sonne Power drin. Sonne Power.
Das heißt, hier ist im MIDI-File eine Keyboard-Voice drin. Wie kommt die da rein? Die kommt da rein, weil ich sie gerade eben reinprogrammiert hatte. Das heißt, hier ist jetzt keine Voice gespeichert in der Registrierung, sondern im Lead. Warum ist im Lead eine Voice der rechten Hand gespeichert? Warum ist sie da drin? Es wurde so gewünscht. Jetzt gehe ich mal ins Menü rein und zeige euch aber Beweis, dass ich hier mit den Fingern nicht irgendwas manipuliere. Ich gehe jetzt einfach mal rein auf Menü, Song Recording, Multi-Recording, sehe jetzt hier das Sony Power und wenn ich jetzt unter Setup oben klicke, dann seht ihr, dass irgendein Schlingel hier bei Setup, bei Keyboard Voice einen Haken gesetzt hat. Dieser Haken sorgt dafür, dass wenn ich jetzt Voices ändere von meinem Panel R1, 2, 3, Left, diese, wenn ich die Taste Execute drücke, sprich die Taste, die ihr nicht seht, weil hier mein Bildschirm ist, genau, wo machen wir das? Machen wir es in die Mitte, genau. Wenn ich jetzt Execute drücke, wird jetzt die Keyboard Voice ins MIDI-File gespeichert oder Score Setting oder Vocal Harmony, was ich halt möchte. Möchte ich das nicht, darf ich das nicht anhaken. Wir haben früher immer gesagt, wir machen bitte nur die Haken, wie es Yamaha auch empfohlen hat, im oberen Bereich. Ich schalte jetzt mal geschwind auf mein Tyros drüben. Müsste funktionieren, ja, wunderhübsch. Das heißt, hier gab es genau die gleichen Knöpfe. Hier gab es die Songinhalte. Hier sind sie auch, wenn ich ehrlich bin, fast besser beschriftet, weil beim Genus gibt es die Definition Song nicht mehr. Da ist alles nur noch ein Block. Aber hier seht ihr alles hier oben, was hier jetzt beim, kann ich doch splitten. Moment kurz, ich probiere mal kurz was. Ach, das ist ja ganz falsch. So, kann ich die nicht splitten? Guck mal, ob ich beide größer kriege. Ah, wenn man es möchte. So, ja, das ist auch nicht so gut. Ja, ihr wisst was. Ach doch. So bin ich. Also machen wir mal raus. Wir sind hier. Nein, kann ich nicht, weil ich auf einem anderen Kanal bin. Sorry. Aber auf alle Fälle, ihr seht, was ich euch nahe bringen möchte. Die oberen sind hier beim Genus, ich lese einfach mal vor, weil das jetzt für euch zu klein ist. Voice Filter, Volume Effect, Pan Tempo EQ. Die sind jetzt genauso wie hier beim Tyros 5 Voice Filter, Volume Pan Effect, Tempo EQ. Und unten haben wir genau die gleiche 5er Auswahl von Keyboard Voice, Score Setting, Guide Setting. Ne, Guide Setting ist nach rechts gewandert. Ja gut, aber die 5 anwendbaren Sachen. Heißt, jemand, der euer Keyboard verstellen möchte, verkauft MIDI-Files, in denen diese Parameter enthalten sind. Ein normaler MIDI-File-Hersteller traut sich das nicht und verstellt euer Keyboard nicht absichtlich. Der kann ja euch euren Vokalist verstellen. Ihr seht, Guide, Score, alles. Aber es kann natürlich gewünscht sein. Es gibt Kunden, die sagen, wenn ich das MIDI-File aufrufe, muss Klavier da sein. Die spielen nicht mit Registrierungen, sondern die spielen vielleicht rein zu MIDI-Files und sagen, für was brauche ich eine Registrierung? Ich habe immer mein MIDI-File gleich so optimiert, dass es mir mein Keyboard einstellt. Heißt aber, gebe ich das MIDI-File irgendjemand, der das nicht weiß und nicht nutzt, der hat nur Ärger damit. Wie kriege ich die jetzt raus? Jetzt habe ich die nicht in der Registrierung drin. Oft merkt man, wenn ich beim ersten Mal Registrierung drücke, passiert nichts. Beim zweiten Mal wird das Lead erst aktiviert. Das heißt, die SysEx-Parameter sind ein bisschen verzögert dran. Und dann kommt die Voice-Änderung, wie bei mir eben mit meinem 910, mit meinem schönen Lead, wie hieß es noch gleich? Power, Sonne Power, genau. Das heißt, hier nochmal mein James Last. Hier habe ich auch ein Lied drauf, ohne Klangänderung und auf der 10. Ja, man sollte vielleicht aus dem Sequenzer rausgehen. Habe ich die Änderung drin. Die Engländer sind natürlich sehr, sehr froh, dass das geht, weil
die TX-Orgel und die ganzen Fußbass-Orgler wählen ihre Klänge der Orgeln immer per MIDI-File. Das heißt, die sagen, für was brauche ich eine Registrierung? Es spielt doch jeder bei uns live. Die haben zwei manuelle, also Big Genus, Big Tyrose, haben unten ihr großes Fußpedal, 13er, 25er drunter und wählen die Voices per MIDI-File. Das heißt, die registrieren per MIDI-File, die wählen ein MIDI-File, was alles enthält. Dann werden schon mal R1, 2, 3 nicht für Fußpass gebraucht, sondern die sagen, wir haben doch genügend Kanäle, wir brauchen doch nicht die Ride Voices zu missbrauchen, um für einen Fußpass, vor allem brauchen wir einen Fußpass auch mit tollem Sustain und tollen Effekten. Das heißt, die arbeiten in ganz anderer Logik wie mir und nutzen MIDI-Files hauptsächlich die ganzen Orgelspieler in England zum Registrieren. Das heißt, da wird nie ein Ton abgespielt aus dem MIDI-File, sondern immer nur Parametersteuerung. Wer da mal Fragen hat, ich habe da schon Kunden so das THX-System von dem englischen Kollegen verkauft. Das ist Wahnsinn natürlich, aber man muss sich daran gewöhnen, ich darf dann echt kein MIDI-File laden zum Spielen mit irgendwelchen Liedern, weil ich ja mit dem MIDI-File meine ganze Orgel umschalten möchte. Deswegen ganz andere Anwendung. Gut, jetzt haben wir das leider so wie jetzt beim Fritz, genau, die Frage war, dass das in den Liedern drin war. Wie kriegen wir das raus? Jetzt habe ich hier eine kleine Lösung. Ich schalte einfach mal auf einen anderen Bildschirm um. Und zwar gehe ich jetzt auf meinen Computer, den ich schön groß mache, und zeige euch ein Programm. Das Programm heißt PSR-UTI von unserem lieben Heiko Blade aus Konstanz. Gott hab ihn selig, der leider nicht mehr unter uns ist. Und dieses Programm als Erbe für die Keyboarder, der Yamaha Keyboarder hinterlassen hat, das wunderbar solche Sachen korrigieren kann. Das PSR-UTI-Programm ist auch auf meiner Tool-Seite drauf natürlich. Und wenn ich mich jetzt so hinschiebe, dass man relativ viel sieht, dann kann ich euch mal zeigen, was damit geht. Ich könnte jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Nehme jetzt meinen USB-Stick aus meinem Keyboard, da habe ich das Lied eben auch drauf gespeichert. Und gehe jetzt unter Extras. So, jetzt gehe ich auf Extras. Bing. Und jetzt gibt es bei Extras, wenn der Frank nicht immer im Bild wäre, einen Begriff, der heißt Keyboard Events löschen. Wenn ich jetzt kein MIDI-File vorher geladen habe, Achtung, Frank hebt den Finger, wenn ich kein MIDI-File geladen habe, möchte er jetzt einen ganzen Ordner gleich optimieren. Das ist der sogenannte Batch, B-A-T-C-H-Betrieb. Das heißt, ich könnte meinen ganzen Stick mit allen meinen MIDI-Files jetzt reinstecken und mit einem Klick ändern lassen. Aber nicht ohne, dass er vorher von diesem Stick mindestens ein wenig besser zwei Sicherungen gemacht hat, weil die Änderung, was zu löschen, ist einfach. Daten, die verschiedene Inhalte haben, wieder zurückzubringen, unmöglich. Deswegen muss ich wissen, was ich mache. Das heißt, ihr könnt jetzt ein MIDI-File laden und das einzeln ändern, aber das will kein Mensch machen. Das könnte ich auch im Keyboard machen. Einfach jedes Lied reinladen, beim Parameterdefinition, beim Setup den Haken rausmachen bei der Keyboard-Voice. Das heißt, wir machen das jetzt wirklich. Ich gehe wirklich, ja, ich möchte das haben. Jetzt fragt er mich, was ich denn alles gelöscht haben möchte. Ich möchte alles weghaben, was hier steht. Wenn ihr natürlich was behalten möchtet, zum Beispiel den Guide für das Keyboard-Lernsystem, also okay, sage ich, bitte alles löschen. Jetzt fragt er mich, Ordner festlegen, die zu bearbeitenden MIDI-Files enthält. Da gehe ich jetzt einfach hier mal drauf und sage jetzt einfach, das war nicht der falsche, wo ist denn der Intensor? Hier unten ist er, genau. Da habe ich jetzt den angelegt heute, der heißt Voice MIDI 1. Das heißt, den nehme ich, wähle den aus. Jetzt fragt er mich als zweites, wohin sollen denn die richtigen gehen? Jetzt könnte ich natürlich schön auf die Schnelle einen neuen Ordner anlegen, dass er sieht, dass da noch nichts drin ist. Wobei, ich glaube, ihr vertraut mir, aber ich mache das lieber trotzdem. Ihr seht jetzt, hier ist der Intenso. Und dann gehe ich einfach runter und sage, er soll jetzt einen anlegen
Voice MIDIs 1, genau, und da legen wir jetzt einen Ordner an, den nennen wir neu, den nennen wir einfach an. Duck. Gepatcht. So, gepatcht, nicht gepatcht, gepatcht. Aber das Wort gepatcht gibt es eh nicht, das habe ich verstanden, wenn ein Patch läuft. Das heißt, wenn ich hier reingucke, seht ihr, dass hier nichts drin ist. Das soll auch so sein. Gut, gehe ich wieder raus, habe nur einen Ordner angelegt und jetzt wähle ich hier an meinem System den Zielordner an. Jetzt hoffe ich, dass der ohne Öffnen schon meinen neu generierten Ordner gleich findet, natürlich. Im Ordner Voice MIDIs gepatcht. Wunderbar. Was macht er jetzt? Achtung. Ich starte jetzt den Patch und ihr guckt oben hin, was er da macht. Ich schiebe mich einfach mal in die Ecke ganz nach unten links. Das heißt, ich sage jetzt okay und dann müsst ihr hier oben gucken, Patch läuft, die rote Sonne von Barbados, wupp, Patch beendet. Es war natürlich jetzt eine relativ übersichtliche Aktion, weil ich ja eine riesen Menge gehabt habe. Ich hatte ja, wie viel habe ich gehabt? Genau 2 MIDI-Files habe ich gerade hier nämlich gemacht. Jetzt gehe ich wieder zurück auf meinen schönen Stick und jetzt müsste im Gepatcht-Ordner was drinstehen. Und zwar, was steht da drin? Da müsste doch hier schön unter Voices MIDI 1 gepatcht. Bupp, ihr seht Zeuge, ihr seid alle Zeuge. 19.27 Uhr, guckt auf die Uhr, Uhrenvergleich. Es war wirklich jetzt live. Sind jetzt diese Lieder drin, aber ohne Keyboard-Voice-Wahl. Das heißt, ich habe jetzt im Batch-Betrieb aus allen in diesem Ordner, hier hätten jetzt natürlich realistisch 2500 drin sein dürfen, so viel Vertrag zu einem Yamaha-Ordner im Normalfall drin sein können. Die wären alle jetzt geändert worden, hätte dann ein paar Minuten gedauert und jetzt sind alle Inhalte, welche Keyboard-Voice, also Panels gewählt hätten, keine Voices der MIDI-Files, sondern die Einstellung des Keyboards gelöscht worden. So, und wenn ihr das jetzt gemacht habt, bin ich ehrlich, ich nehme jetzt den Stick, ziehe ihn ab. Ich mache mal vielleicht in der Überkopfkamera, dass er was glaubt. Und nehme den Stick hier raus. Da brauchen wir natürlich jetzt die Kamera hier. Schon immer im Weg. Nehme den Stick, eben noch im Computer drin, schiebe den rein. Mache das groß, dass er jetzt auch gleich erkannt wird. Ihr seht, der Stick wird erkannt. Und jetzt mache ich das richtig groß für euch, dass ihr es seht. Jetzt wähle ich das Lied an. Das heißt, ich gehe hier nochmal rein. Das war das ursprünglich im User-Speicher gewesene Sonne Power. Ihr seht es, ich wähle, schenkt mir eine Nachricht. Ich wähle erstmal meinen Shane & James Last. Sonne Power. James Last. Sonne Power. Also auch wenn ich, wie gesagt, ob ich es per Registration dann aufrufe, das Lied, oder per Hand im Lied die Änderung. Jetzt gehe ich auf USB 1 in meinen eben neu generierten Ordner, wo ihr Zeuge wart des Momentes. Das waren die Lieder in normaler Ausführung. Achtung, normale Ausführung ohne Inhalt einer Voice. Das heißt, ich muss jetzt was anderes wählen. Ändert sich nicht, so muss es sein. Sonne Power mit schön Heavy-Gitarre. Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch Streicher und einen Chor hinterlegt als Beweis. Also wunderbar unauffällig. Gehe ich jetzt in den Ordner gebatcht rein. Wähle wieder mein. Sensationell. Es hat funktioniert. Na, ein kleiner Knopf, den uns der Heiko ermöglicht hat und die Daten sind perfekt. Das heißt, ich habe alles jetzt entkernt, alle Voice-Parameter des Keyboards, nennen wir es einfach die Panel-Voices, die ich spielen könnte, sind aus dem MIDI-File entfernt worden und es gibt keine Probleme mehr. Und das heißt, für den lieben Fritz, Beschäftigen mit dem PSA-UTI. Es gibt auch noch viele andere, die tolle Videos und Erklärungen geschrieben haben. Aber eigentlich braucht man gar nicht viel machen. Man muss einfach wissen, hier habe ich den Stick, von dem ich eine Kopie habe, wo ich weiß, da kann, auch wenn er morgen kaputt ist, ist nicht schlimm.
Dann nehme ich, hau den rein, wähle vorher im PCUD kein MIDI-File an, weil wenn ich eins geladen habe, dann ändert er nur dieses eine natürlich. Dann suche ich mal einen neuen Ordnername. Ich tue natürlich nachher den Ordner wieder auf den gleichen ursprünglichen Namen ändern, dass, wenn ich in Hierarchien arbeite und Registrationen, die MIDI-Files aufrufen sollten, die an der gleichen Stelle gefunden werden. Und dann habt ihr das Thema erledigt. Ich hoffe, lieber Fritz, das ist jetzt hiermit erklärt. Wenn jemand noch Fragen hat zu dem PCRUT, melden. Aber dann geht es auf alle Fälle so. Es gibt noch andere tolle Tools. Ich zeige euch noch mal eins, mit dem ich auch sehr gerne arbeite. Aber die anderen Programme kosten Geld. Und zwar heißt mein anderes Lieblingsprogramm, das habe ich nicht mehrfach hier drauf. Jetzt hoffe ich, dass es das Richtige gleich ist. Und zwar heißt das GN MIDI. Kurz gucken, wo ich hier bin. Oh, da habe ich zu viele Programme wieder auf dem System. Nochmal G. So, und dann zeige ich euch noch das andere Programm, das das auch toll kann. Und zwar heißt dies GN MIDI von Günter Nagler, von unserem Österreicher. Und das ist Wahnsinn natürlich. Also das Programm kann auch alles, das wollt ihr euch gar nicht vorstellen. Batch-Konvertierung natürlich, Analyse von MIDI-Files, Konvertierung und Medley Minul in 1, GMGS-Initialisierung, Karaoke MIDI, Modifizierung, Klangeinstellungen für Piano-Disc, ein Ausblenden, gemeinsame Lautstärke-Notenauflösung. Und hier wären wir ja auch bei MIDI-Befehle in allen Dateien filtern. Und dann könnte ich jetzt hier natürlich noch von Meta alles Mögliche wählen, ob ich einen Kanal, alle Kanäle möchte, welchen Controller ich will, habe ich da rechts da 128 Controller wählbar. Also hier noch ein bisschen tiefer gehend. Aber wie gesagt, das PCRUT vom Heiko kann wirklich schon so viel und für die Anwendung, wo ich gerade gezeigt habe, reicht das dicke aus. Aber wer noch mehr tüfteln will, also wenn ich als ganz harte Nüsse habe, dann nehme ich das GN MIDI von Günther, das auch einfach wahnsinnig tolle Funktionen noch hat und schöne Oberfläche. Gut, alle Tools sind auf meiner Toolseite, auf meiner FAQ drin. Wer Fragen da hat, weiter melden. So, da sind inzwischen ein paar Fragen reingekommen. Jetzt muss ich ganz schön nachlesen, 1926. Der Rob macht jetzt eine Privatstunde mit der Ingrid, sehe ich schon. Okay. Thomas schreibt noch. Ich wollte ein Lob. Danke. Roland BK, Tyrus, gerne kommen. Ich sage, ich freue mich über Besuch. Am liebsten angemeldet, dass ich weiß, wer wann kommt. Bei mir, Peter kommt der Meldung, bei mir am Genus mit Kopfhörer fällt nach 2-3 Minuten der rechte Kanal aus. Nach weiteren ist alles okay. Klingt noch irgendeinem dubiosen Thema. Warum nach 3 Minuten? Warum nicht gleich? Also Kopfhörerbuchsen, das ist was, wo öfter kaputt geht, nicht wie USB-Buchsen, die eigentlich so gut wie nie kaputt gehen. Aber warum noch 3 Minuten der Kopfhörer auf einer Seite ausfällt oder nicht, keine Ahnung. Wenn es mit dem anderen Kopfhörer auch nicht geht, tippe ich Buchse, thermische Unterbrechung. Wir haben oft statische Ladungen bei den Buchsen, das heißt, der Schließkontakt, der sozusagen die Lautsprecher ausschalten soll, wenn der hängt, sich statisch auflädt, obwohl keine Federkraft da ist, bleibt er hängen. Das heißt, einfach mal mit der Buchse rein, raus gucken, ob das was wäre. Sonst fällt mir aus dem Kopf gerade nichts ein. So, dann geht es weiter. Live-Spielerin. Ach so, da kommt, ja, habe ich schon die Kopfhörerbuchse geantwortet, aber ich habe zufälligerweise das gleiche gesagt. So, da. Ja, wie gesagt, verstellt kann nicht sein, weil wenn es nach 3 Minuten wieder kommt, deswegen, ich vermute einfach da ein Thema. PCRUT für Mac. Leider habe ich da keine Hoffnung, weil den Programmierer gibt es nicht mehr. Also wenn, kann man das nur auf Parallels oder irgendeiner anderen Oberfläche laufen lassen. Natürlich ist so ein unkritisches Programm, dass ich denke, das läuft auf jedem Emulator, denn es egal, der PCRUT lief wahrscheinlich schon auf Windows 3.11, wahrscheinlich noch nicht, aber ab Windows XP 7 war das kein Thema.
als normale MSI. Aber da müsste man einfach mal so einen Computerfreak fragen. Vielleicht ist auch gerade einer da, der uns danach gleich um 20:45 eine Antwort dazu geben kann. Jetzt geht es weiter. Es gibt auch ältere MIDI-Files, die in den Spuren gewählten Klangändern. Natürlich, das gibt es alles. Wie gesagt, wichtig, die Editierung von MIDI-Files, die wir machen am Keyboard oder am Sequencer, ist immer der Start. Wenn ich natürlich einen sparsamen MIDI-File-Programmierer habe, der natürlich in Takt 12 auf der Spur 1 statt Piano Gitarre macht und danach Geige, da kann ich in Realtime dann am Keyboard und auch am Editor nichts. Das muss ich über die DAW editieren in dem Step-Editor. Gut, was haben wir denn noch hier für eine Frage? Das BK7, gibt es einen InnoSig, um das Gerät mit dem iPad zu verbinden? Hat dieser Stick Speicherplatz? Mir nicht bekannt. Also beim BK9 muss ich absolut passen. Ich hätte meinen Tipp gesagt, wenn ich eine Verbindung zum iPad machen will, dann nehme ich einfach meine Lieblings-Bluetooth-Sticks, die einfach per MIDI-Buchse gehen und jeden Keyboard dieser Welt, die machen In und Out. Und dann nämlich mein Tablet verbinde, also der verbindet in Echtzeit, ohne dass ich verbinden muss. Einmal eine App geöffnet, habe ich so einen Bluetooth-Cache und brauche dann keinen WLAN-Stick und habe eine stabilere, sicherere Verbindung, die auch bühnentauglich ist. Gut, ich glaube, ich habe nicht alle Fragen heute geschafft. Ich bin ehrlich. Wir gucken mal, was noch ist. Startregister, doch, Conny, das habe ich doch mal gemacht. Umstieg auf Gen- und Startregistrierungen. Und wie gesagt, überlegen, was man beim Konvertieren überhaupt alles übernehmen möchte, weil neues Keyboard, neue Styles, neue Funktionen, neue Voices. Ich möchte vielleicht nicht das Keyboard von damals übernehmen, sonst hätte ich kein neues kaufen müssen. Bedenkt es immer, wenn er da einfach sagt, ich möchte das übernehmen. Jetzt habe ich noch eins vergessen für den lieben Ludwig. Wenn hier einer zufällig ist, der mit den Piano Soft Audio Songs, genau, wo es darum geht, die MIDIs, die enthalten sind, passend mit dem Audio synchron zu starten. Mir ist dann eingefallen, dass ich natürlich mal einen Workshop gemacht habe mit dem Sync Audio Sync Multipad, weil die Audio Multipads ja leider nicht gesynkt sind von Yamaha selber. Das heißt, wenn ich ein Audio mache, ist das nicht gesynkt mit dem synchronisierten Start startbar, sondern muss nur Hand abgefeuert werden, nur die MIDI sind gesynkt. Also das wäre klar auch die Möglichkeit. Das heißt, ich müsste die Songs als WAV vorliegen haben oder als Multipad-Link halt, geht auch als MP3, aber sie dann per XG-Works in die normale Multipad, die Steuerdaten in ein normales Multipad reinkopieren, dass die Sync-Funktionalität da ist und dann könnte ich wirklich Start drücken und es würde sowohl per Multipad aufgerufen, der Audio-Style als auch das MIDI-File Audio-File als auch das MIDI-File laufen, aber es ist natürlich ein Höllenaufwand. Aber da muss ich mich wirklich noch reinlesen und denken, wie das Pianosoft sonst von der Funktionalität gedacht hat für aktuelle Keyboard-Spieler. Wenn da jemand noch was einfällt, gern 2045 Infos geben. Gut, was habe ich denn heute noch alles vergessen? Puh, ich hoffe nicht zu viel. Ich habe jetzt gleich mal hier noch das mit dem Link raus für die gemütliche Beisammensein nachher, wenn nachher Lust hat, gerne eingeladen. Und dann natürlich darf ich nicht vergessen, mich zu bedanken bei allen, die mir mit Instrumentenkäufen oder auch sonstigen Käufen helfen oder auch die Sprechstunde unterstützen. Recht herzlichen Dank. Wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, die hier nicht lösbar waren oder sind, gerne melden für die privaten Sprechstunden, dass ich das terminieren kann, Standardtermine. Klar gibt es Mittwochabend zum Beispiel ist einer, aber ich mache das individuell auch untertags. Bitte einfach bei mir melden, dass ich dann eine Sprechstunde für euer Instrument, wie gesagt, egal ob wir es dann am PC machen, die Überkopfkamera oder ob wir es am Tyros drüben machen oder ob wir es am SX900 machen, das ist alles kein Problem. Ich muss nur wissen, wie es zeitlich gewünscht ist und was die Anforderungen sind, dass ich euch wirklich gleich die perfekte Lösung anbieten kann. Ich weiß viel, nicht alles, muss ich einfach sagen. Gibt es für das Genus einen Volumenschwelle mit seitlichem Schalter oder kann ich den Schwelle von Versi benutzen? Man kann jeden Schalter
dieser Welt benutzen. Da die ganzen Keyboards ja nur ein Temporary, also ein Taster brauchen. Und ich kann auch ein altes Farfisa-Pedal umbauen, wenn ich möchte. Ich brauche einen 50 Kilo logarithmischen Stereo-Body für die Volume. Den muss ich halt im schlimmsten Fall reinzwängen. Und links der Taster sollte ein Schließer sein. Wenn es ein Öffner ist, ist auch nicht schlimm. Dann muss ich das in meiner Polarität ändern. Das heißt, wir haben ja im, wenn ich mal auf den, ich drücke mal kurz Direct Access und mein Pedal. Dann habe ich hier ja meine Taster und dann sieht man Menü, was ich definiert habe. Und dann habe ich beim Menü oben rechts die Polarität wählbar. Das heißt, ich kann, wenn es ein Öffner wäre, auch die Polarität ändern. Das wäre alles gar kein Problem. Also das ist lösbar. Macht euch mit den Pedalen keine Sorge. Es gab ja auch die Vierfachpedale. Das heißt, ich muss gerade kurz überlegen, welche Orgel es war. Die hatte also den Schweller vorne, links, rechts, also vier Switches, die für die Harmonie, ach, das waren die Catron Solton, die Chordsteuerung. Da konnte ich sozusagen mit dem Fußbass den Grundton wählen und hatte dann Standard Dur, Moll, Septim, hatte dann vier Knöpfe noch an meinem Volumenpedal dran. Oder wie gesagt, halt die einfachen Pedale mit Wippe nach, mit einer kleinen Wippe nach links oder nach rechts, wo ich noch zwei Schaltfunktionen oft für Start-Stopp benutzt, war es nicht bei den Lowry-Orgeln sogar. Also wie gesagt, Pedale könnt ihr alle anschließen, die es gibt. Wenn der Volumenwert, also der Poddy-Volumenwert stimmt, habt ihr auch das richtige Verhältnis. Wenn nicht, müsst ihr halt das korrigieren oder über Mischer optimieren. Aber wie gesagt, Taster zur Steuerung sind alle Variationen anschließbar, wer sich technisch auskennt und wie das funktioniert. Klinkenstecker muss ran, ganz klar, anders kommen wir ins Keyboard nicht rein. Wir können auch per MIDI rein, wenn ich einen kleinen Arduino nehme oder einen Raspberry und einfach da mir ein Tool macht, was direkt MIDI umsetzt, dann kann ich über die Funktionalität der MIDI-Steuerung, wenn ich jetzt gerade mal kurz in MIDI reinspringe, natürlich auch solche Sachen machen über die External Controller, wo ich einfach Nodenwerte definiere und sage, diese Node hat diesen und diesen Zweck zur Umschaltung. Auch das geht natürlich. Aber jetzt springen wir ganz schön weit hier rum. Ich sage, jetzt haben wir schon ganz viel durch. Dann haue ich doch jetzt langsam mal die letzten Links noch raus. Das haben wir ja Facebook, aber ja YouTube, da haue ich noch schön den Abo-Link raus, wer den noch nicht hatte. Klack, klack. Und würde mich schon langsam mal bedanken für eine sehr intensive Keyboard-Sprechstunde mit vielen, vielen Fragen. Ich hoffe, ich habe allen alle zufriedenstellend beantworten können. Und wenn nicht, heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage, nächsten Montag, 18.30 Uhr auf alle Fälle wieder. Und wir dann sagen, ja, auf viele neue tolle Fragen und freue mich nachher, den einen oder anderen im Musikando zu treffen. Live zum Anstoßen und ansonsten bleibt ihr mal alle gesund und zufrieden und glücklich, macht viel Musik. Das war's für heute, die Keyboard-Sprechstunde mit Frank. Tschüss und Ade.